Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Actraiser. Jetzt werden wir wohl das letzte Port machen hier in Deathheim. Hier müssen wir nur kämpfen. Als Zauber wählen wir natürlich Zauber Aura. Und dann geht's mal los. Hier werde ich aber auf jeden Fall Safe States benutzen, glaube ich mal. Und, oh mein Gott, ich habe das mit den Leben nachgecheckt. Das können wir nicht so einfach erledigen. Mit der Population. Wie ging der nochmal hier? Okay, meine Magie ist relativ nutzlos. Und ich fälle ziemlich ab. Fälle so ab, dass ich das Spiel gebrochen habe und keine Soundeffekte mehr drin sind. Das wird dann wohl ein Boss waren oder wie? So gut. So gut. So. Oh mein Gott, wie geht der Boss hier nochmal? Also ich kann leider die Position nicht mehr weiter erhöhen, weil ich wohl bei den Action-Sequenzen zu viel abgefällt habe, weil wenn man da mehr Punkte sammelt, kann man halt auch mehr eine größere Population bekommen. Und außerdem haben die Karten noch gewisse andere Schwierigkeiten. Nämlich, dass ich gerade total am Fällen sind. Ja. Ich habe kein Sichtbild gemacht. Also nochmal jetzt im Kurzen. Die Produktion kann ich dann nicht mehr weiter erhöhen. Obwohl mir nicht mehr viel frei fehlt, weil ich in den Action-Sequenzen nicht genügend Punkte gesammelt habe. Und auf gewissen Karten habe ich einfach schon zu viele Gebäude stehen. Mit Ausrufezeichen auf Brücken. Und es gibt nur eine, es gibt eine maximale Zahl von Gebäuden auf der Karte. Und die habe ich leider erreicht mit den Brücken. Und die Brücken kann ich leider nicht mehr zerstören. Also kann ich in Filmer zum Beispiel nicht die höchste Zahl, die überhaupt möglich ist, bekommen. Ja. Einfach mal Zauber. Ich töte mich einfach. Hallo. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Trifft er mich da wirklich nicht? Nein? Hä? Wie? Bin ich? Okay. Aber kann mich das lila Ding nicht mehr treffen, oder was? Doch, okay, gut. Ja, dann töte mich. Okay, dann hab ich. Und nochmal das Ganze. So. Ich wollte noch Zauberlicht testen. Ich glaube, dass es nicht so praktisch. Nee, ich glaube, ich war schon was. Also, ich, das ist auf ein Insta-Kill für alle Gegner auf dem Bildschirm. So. Und dann jetzt richtig. So. Ich muss versuchen, so wenig wie möglich getroffen zu werden von diesen Gegnern hier. Das war schon schlecht. Nein, so ging der auch nicht. Nein, verdammt. Nein, wie ging der nochmal? Ich glaube, das war einfach springen. Nein, ne, weit genug weg von ihm stehen, springen. Nein. Irgendwas mache ich falsch. Egal, Magie. Magie. Ach, verdammt. Noch. Nochmal Magie. So, jetzt aber. Oh, stirbt doch. So. Nächster. Noch ein Slot. So.
Ne. Nein. Hüpf. Ne, wie ging das nochmal? Ich hatte hier auch einen Trick. So. Nein, okay. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Okay. So. So. Ja, so ging der. Und hier Versuch springen. Und warten. So, zack. Ah, verdammt. Egal. Oh, Junge. Oh, verdammt. Irgendwie nehme ich mir hier zu viel Schaden. Das geht doch nicht. Ich glaube. Ja, komm. Wir starten das sofort nochmal neu. Ja, bla bla bla. So, jetzt probiere ich das richtig zu machen. So, echter Kampf. Nein. Ach, verdammt. Okay. Nein. Ah, Junge. So. Ich habe noch eine mehr als ich, das ist unfair. Ja, na klar, jetzt reicht es aber hier, ne? Ja, wieso klappt das hier jetzt nicht genau, wie es soll klappen? Verdammt, zu früh. Jetzt. Okay. Jetzt. Zu früh. Verdammt. Jetzt. Oh. Wieso hat das jetzt nicht geklappt, hä? Nee, das war schlecht. Das war auch schlecht. Wieso geht das jetzt nicht hier? Alle machen wir mal so. Okay. Naja. Oh, irgendwie habe ich wieder das Timing verloren. Nein, das geht nicht. So, dann ist es einfach so. Bin mir nicht sicher, ob das klappt, deshalb so uns richtig. So, nächsten Gegner muss ich jetzt schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. Knapp. Nein. Gut. Sichtet. Nein. Sichtet. Nee, da muss ich den bleiben. Zu früh.
So. Sehr schnell. Springen. Springen! Sehr schnell. Okay, hier hin und zu früh. Jetzt. Ah, verdammt. Sehr schnell. Springen. Angreifen. Verdammt. Springen. Warten. Angreifen. Also, springen. Warten. Angreifen. Hier hin. Und dann hier hin. Warten. Angreifen. 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 Warten. Oh nein. Wie ging das denn nochmal? Was zur Hölle? Komm runter. Guter Junge. Uah. Das ist neu. Okay, das war nicht ganz perfekt. Das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Das war sehr schlecht. Naja. So. Nee. Ups. Verdammt. Gut, und gut, jetzt. So, zack. Verdammt. Zack. Okay, das wird jetzt sehr intensiv, so. Gut, nächster Gegner, der Pharao. Nein. Okay. Nein. Auf. Der macht eine volle, genau. Nicht ganz. Ah ja, ich erinnere mich. Ist das kaputt machen? Nee, das war's nicht. Okay. So. Nein. So. Okay. So, jetzt drüber. Zu früh. Spät. Sehr spät. Jetzt drüber. Dahin laufen. Draufschlagen. Ausweichen. Ausweichen. Nochmal ausweichen und rüberlaufen. Ja. Mach nochmal einen Bodenangriff. Danke. Draufschlagen, rüberspringen. Drüberspringen, ausweichen, rüberlaufen. Das ist knapp. Nee, den will ich gerne ohne Magie besiegen. Komm. Stimmt. Gut. So. Du warst sehr einfach mit Magie. Ja, du gibt es auch bei Castlevania. Ich habe keine Ahnung, wie du nochmal gehst.
haben. Gut. Feiern. Springen. Springen. Oh, verdammt. Aufschlagen. Nein. Gut. Stemmlappen. Gut. Stemmlappen. Hier hochspringen. Hier hochspringen. So. Okay. Nein, das war nicht so gut. Das ist knapp. Okay. Sehr steht. Hier stehen bleiben. Okay. Hier stehen bleiben und draufschlagen. So. Und springen. Okay. Nein. Perfekto. Nein. Springen. Springen. Okay. Und hier hoch. Und sehe ich das. Und hier runter. Und wenn ich da unten bin, hier runter. Und hier runter. Zack. Nein. Nein. Komm. Komm schon. Ah, verdammt. Okay. Und so runter. Zack. Nein. Komm, drauf hauen, zack, hier hoch, springen, töten, komm, yes. Noch drei. Ich kann dich überhaupt nicht mehr, du warst seltsam, oder? Ja, du warst sehr seltsam. Nein. So, so, zu früh. So, so, jetzt. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt. Okay. Wie kann ich den angreifen, verdammt? Hä? Wie soll ich den bitte angreifen können? Ich habe jetzt auch 110. Okay, das wollte ich wissen. Okay. Das kann den ja mal nicht. Das kann den mal überhaupt nicht treffen, oder? Zu früh, verdammt. Ich springe immer, wenn da die Dinger da blitzen. Da. Jetzt. Okay. Komm. Ah, okay. Wie? Komm. Verdammt. Okay. Okay. So langsam glaube ich, habe ich es raus. Was zur Hölle? Okay. 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 Und springen. Gut. Ich bin noch gesprungen. Oh, diese blitzende Dinger. Konzentration jetzt. Okay.
Okay. Springen, okay. Springen, ach. Springen. Oh. Gut, sehe ich dich. Komm runter. Alles. Springen. Komm runter damit. Oh. Komm jetzt aber. Hast du Gegner, an die man nicht drankommt, ehe sie irgendeine doofe Fähigkeit machen? Siehst du? Okay. Das war knapp. Nein. Oh, dieser Gegner nervt. Ja, ist gut jetzt, ne? Komm. So. Ich glaube. Moment, ich glaube, ich. Versuche jetzt mal was anderes. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich spiele jetzt einfach mal mit Tastatur, dann kann ich es einfacher. Sehe ich denn? Okay, das ist mal. Das wollte ich nicht wissen. Okay, ist angreifen. In Ordnung. Nein. Ich wollte keine Magie machen. So. Okay. Das finde ich so gut. Das war auch nicht so gut. Okay. Komm, ah nein, mit den zwei Dingern bitte. Danke. Und hier ist zwei angreifen. So. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht mehr Zeit reichen wird. Bin auch gesprungen, ne? Komm jetzt hier hin damit, ne? So. Draufhauen, so. Moment. Das Mikro muss ich vielleicht noch. Wie schlecht das jetzt ist. Hin, so, dann. Du musst aber so spielen. Okay. Komm her. Na los! Ich will dich abschlachten! Noch zweimal das gleiche und dann bist du tot, Mann. Tot. Komm her. Komm. Komm. Okay, dann halt noch dreimal oder zweimal. Nein. Na los, flieg das Ding runter. Komm. Du willst es doch auch. Oh, du triffst mich überhaupt nicht mehr.
Mach das nur mal. Und runter. Na los. Daneben. Na los. Stopp. Nein. So, und jetzt noch ein Gegner. Was machst du nochmal? Wie gehst du nochmal? Das wird interessant. Zeig mal hier runter, ne? Okay, das wollte ich wissen. Okay, wie der Boss hier geht, ist etwas klar. Nur wie ich dem da ausweise, weiß ich noch nicht so recht. So. Nochmal, nein. So. Komm wieder mal runter. Gut. Ah, verdammt. Zieh auf mich. Danke. So. Zieh hier auf mich. Das ist so knapp. Ja, das hier scheint relativ gut zu klappen. Noch zwei Treffer. Gut. So, jetzt wird's interessant. Letzter Boss. Ob das was klappt? Keine Ahnung. Nein. Komm, gieß mir sie ab, dann habe ich volle Leben. Ja, wie geht das überhaupt? Ah, gut zu wissen. Okay. Etwas so laserhaft. Egal, schieß mir sie ab. Gut. So. Und einfach mal Magie benutzen. Okay, nein, nee, das macht nicht. Ja, ich schon ja nicht getroffen werden. So. Scham machen auf einmal. Ne, das machen wir nur. Ich will den. Ne, so habe ich es hier nicht. Gut. Magie. Schlagen. Und das gleiche noch. Okay, ich hoffe, der hat keine zweite Form. Okay, der hat eine zweite Form. Ich sollte mir die Magiepunkte. So. Ach du meine Scheiße! Ja, mega geil! Genau das, was ich mag. Was ich kaputt machen? Genau, genau das hatte ich in Erinnerung. Nein. So.
Hab ich schon so? Nein. Hat er mich gerade so überhaupt nicht erwischt? Ha! Wie schlecht. Ups. Nein. So. 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 Zack. 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 Schnell rüber, kurz rüber, zurück, rüber, zurück, rüber, zurück, rüber, rüber. So. Oh, fick dich. Komm, yes. So. Und kann er auch schlafen? Nein, zu früh. Jetzt. Verdammt. Jetzt. Nein. Jetzt. Warum klappt es denn nicht? So. Auf vorne hat das aber geklappt. So. So. Nein. Was ist, wenn ich hier springe? Okay. Muss ich mir dann nachher ansehen. Jetzt drüber springen. So. Gut. 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 Sieht ja glänzend aus, oh, verdammt. Ein. Aufschlagern. Okay. Ja. Komm, komm. Komm nochmal. So. Nein. Ah, verdammt. Meine Zeit. Hau ihn um. Ah, 4 Leben hat er noch. Nicht mehr getroffen lassen sind, werden lassen. Oh mein Gott, ich bin verwirrt. Komm. Yes. Keine dritte Form. Keine dritte. Oh Gott sei Dank. Keine dritte Form. Bitte keine dritte Form. Bitte keine dritte Form. Bitte keine dritte Form. Es ist vorbei. Ja. Gott sei Dank. Oh, das war jetzt intensiv. So, jetzt zu Ende. Segurfion. Ihr wart unermüdlich hier. Unsere Aufgaben sind eigentlich erledigt. Wir haben lange und hart gearbeitet, um unser Volk zu befreien. Ich bereue es doch ein wenig, dass es unsere Hilfe nicht mehr braucht. Sehen wir uns nochmal einmal jedes der blühenden Städte an. Wir haben sie ja aufgebaut. Fillmore! Das ist Fillmore. Seht, wie die Menschen das Land geräumt und bebaut haben, um dann diese blühende Stadt zu bauen. Oh ja, einer der Männer Fillmores könnt ihr in die Zukunft sehen. Er hat uns geholfen, Fillmore zu retten. Er möchte letzten Endes sein Leben für seine Stadt aufbauen. Ich bin aber sicher, dass er das erwartet hat. Alle Menschen werden von Geburt an vom Schicksal geführt. Aber weil die Menschen ihr Schicksal nicht kennen, verstehen sie das, was das Leben bietet. Auch nicht.
Derjenige, der sein Schicksal akzeptiert, der ist auch ein großer Mensch und ein Vorbild für alle. Das ist Whirlpool. Der See hat seine wunderschöne blaue Farbe wieder. Ah ja, es gab da einen energischen Jungen, Teddy. Sehr gefühlt und ich sollte zwar alle Menschen gleich behandeln, aber er war ein so netter Junge, dass wir ihm viel Aufmerksamkeit schenkten. Er erinnert euch vielleicht, dass die Menschen in Whirlpool losen müssten, um zu entscheiden, wer geopfert werden sollte. Ich sagte es euch damals zwar nicht, aber ich wusste damals schon, dass Teddy gezogen werden würde. Das ist die Wüstenstadt Cassandra. Also es kommt zu glauben, dass hier nun mal nur Wüste war. Die Menschen sagten, die Pyramide würde sie anziehen. Aber sollten wir das glauben? Die Monster in der Pyramide waren dabei nur die wiedergeborenen Seelen der Menschen, die damals die Pyramide gebaut haben. Ihre Seelen blieben zurück und sie lockten die Menschen zu der Pyramide. Aber jetzt ist die Pyramide verschlossen und die Seelen gerettet. Sie werden als Menschen wiedergeboren. Das ist die vulkanische Stadt Aitos. Es ist beeindruckend, dass die Menschen trotz des Lavas hier ihre Häuser gebaut und gewohnt haben. Ihr Anführer starb vor ihren Augen. Ich bin sicher, dass er sein Leben lang Menschen von eurer Existenz überzeugen wollte. Ich wollte damals schon, dass Aitos zu einer wunderbaren Stadt werden würde, die seinem Geist entspricht. Das ist die Dschungelstadt Marana. Sie haben so viele mehr Häuser auf dieser kleinen Insel gebaut. Es war sehr traurig, dass die beiden Anführer von dem bösen Spiegel verführt wurden. Aber die Menschen neigen dazu, immer den einfachen Weg zu wählen. Als ich ihre Schwester sah, fühlte ich mich verpflichtet, sie wieder auf den richtigen Pfad zurückzuführen. Das ist die letzte unserer Länder, Norfolk. Ich hatte zuerst Bedenken, die Menschen in so einer kalten Gegend wohnen zu lassen, aber sie haben alle Probleme bewältigt. Ihre Anführer haben ja gesagt, als sie die Buchstaben in dem Baumstamm fanden, da fühlten sie eine gewisse Sympathie zu demjenigen, die damals ihre Initialen dort einritzten. Ich glaube, die beiden waren in einem früheren Leben verliebt und dass sie hier wohnten, aber von den Monstern getötet wurden. Ihre Seelen sind in diesen Körpern zurückgekehrt. Sollte diese Theorie stimmen, dann sind die beiden nach langer Zeit endlich wieder vereint, obwohl sie sich wahrscheinlich nicht erinnern. Ist die Geschichte trotzdem schön, das zeigt doch, dass auch andere außer euch schwere Zeiten losgemacht haben. Sir Griffin, warum sehen wir uns nicht mal die Innenseite des Tempels an? Hier glaubt man an Inkarnation. Es ist keiner hier. Früher kamen die Menschen hierher, um eure Hilfe zu erbitten, aber die Menschen und ihre Länder entwickeln sich weiter und sie vergessen, wer ihnen geholfen hat. Aber die Menschen sind wohl am glücklichsten, wenn sie keine Hilfe mehr brauchen. Oder sollen wir uns nach einer Zeit sehen, in der sie wieder unsere Hilfe brauchen? Die Monster von Equator wäre dann Tomoyoshi Miyazaki, der Programmierer war Masaya Hashimoto, Grafikdesigner Ayana Kushiriro, Masahiko Takai, Koji Yokata ist noch nicht fertig, Takashi Zichijo. Der Musikkomponist war Yutsu Koshiro. Er hat auch die Musik für das hier gemacht. NXT Team war Takao Kawakushi, Kaizo Moshizuki, Takashi Yoneda, Yoshi Kikumoto. Gut. Und meine Wunde im Mund ist wieder offen. Ah, wunderbar. Kuzi Mitsumori war auch einer der Leute von NX, sowie Kanzero Kano, Tatsuro Shimoda, Yoshi Fujimiro, Ziyunzi Yagi. Außerdem gehören dazu auch noch Kaiko Ito, Hideki Yamanato, Miwako Matsumoto, Kaiko Taga Yasuko Shigekushi, Kazunori Takano, Aishi Hirasawa, Mitsuhiko Endo, Shinji Futami. Das NX Amerika Team war Keiji Honda, Paul Bowler, Siri Hessen. Also ich glaube mal, Keiji war für Übersetzen zuständig. Speziellen Dank war an Hirotomo, Morisada, Nobuyoshi Yoshi, Hironobu, Tashima, Katsuhiko, Shibata. Mitsuru Ishii, Zaki, Masaya Nomoto, Shoji Tatsawa, Makoto Goya, Raiko Takebayashi, Tatsu Hashimoto. Der Direktor war Masaya Hashimoto. Und ich glaube, das war's dann. Nee. Produzent Yasuyuki Sone. Der Herausgeber war Yasuhiro Fukushima. Fukushima, okay. Und dieses Spiel ist alt, das ist. Es ist jetzt ungefähr, keine Ahnung wie alt, 22 Jahre? Ja. Und 1991 ist es hier rausgekommen. Hier heißt es Actraiser und halt in. Dann heißt es Actraiser zusammengeschrieben, Entschuldigung. Und das wär's dann.
So, das war ein netter Boss, war sehr schwierig, aber trotzdem nice gemacht. Und da sieht man, Magie kann man nicht immer benutzen, um die Gegner zu besiegen. Also, Leute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche spielen wir dann. Ja, was spielen wir dann? Actraiser 2, vielleicht. Vielleicht. Actraiser 2 mag ich nicht so sehr. Schauen wir uns das einfach mal an, aber dann wird das mit sehr vielen Save States gemacht werden. Also, dann Leute, ciao, ciao.